Conno und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den 050 Barbecue Bros. Heute machen wir Kartoffelpuffer. Und zwar aus Kartoffeln. Genau. Eine Zwiebel. Dann haben wir zwei Eier. Bisschen Mehl. Salz. Und Muskatnuss. Herr Müller. Ja. Dann haben wir die Einsatzpfanne von Sandhaus. Da haben wir schon mal einen Liter Rapsöl drin. Genau. Läuft jetzt auf halbe Stufe ungefähr. Genau, so halbe Flamme. Damit das so ein bisschen warm wird. Genau, läuft das jetzt vor. Jan fängt gleich an, ordentlich zu reiben, damit er mal was in den Muscheln kriegt. Habe ich doch schon die ganze Zeit durchs Rühren und so. Ah ja, stimmt. Durchs Rühren, ja, durchs Zwiebeln schneiden und rühren, genau. Ja. Und dann geht das los, ne? Viel Spaß beim Video. Dazu passt natürlich auch wie immer ein Bier. Oh. Süß und herzhaft. Prost. So, wir starten und zwar werden wir uns jetzt einmal die Kartoffeln reiben. Dafür haben wir hier so eine Rundreibe mit verschiedenen Stärkengraden. Wir werden jetzt für den Großteil der Kartoffeln die dickste Stärke nehmen. Für 4 bis 5 Stück nehmen wir nochmal so die mittelkleinste Stärke und für die Zwiebel, die reiben wir mit rein. Dann nehmen wir dann hier die ganz feine Reibe, damit wir dann auf jeden Fall halt auch schönes Zwiebelpüree kriegen. Und das Ganze werden wir jetzt hier einmal in eine Schüssel reinreiben. Ich habe jetzt hier ein Sieb mit drin, so dass die Flüssigkeit von den Kartoffeln dann unten in die Schüssel laufen kann und dann halt dementsprechend noch ein bisschen trocken wird. Ja, und jetzt reiben wir die einfach nur mal durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Leute, wie ihr jetzt ja im B-Roll gesehen habt, haben wir die Kartoffeln einmal schön gerieben, ausgedrückt. Jetzt haben wir hier praktisch, ich will das jetzt nicht so kippen, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, doch, ein bisschen kippen kann man es. Ein bisschen kippen kann man es, aber nicht zu doll. Also praktisch das Wasser haben wir jetzt da drin. Und unten sieht man schön weiß die Stärke der Kartoffel. Das gießen wir jetzt einmal ab. Genau, nur das Wasser. Und unten habt ihr dann schön die Stärke. Dann hoffen wir, dass wir ohne Mehl auskommen. Zumindest mit weniger Mehl. Oder mit weniger Mehl auskommen. Und die Stärke von der Kartoffel mitnutzen können. Genau. Da seht ihr jetzt, ist jetzt die Stärke übergeblieben. Das ist halt auch richtig gut, ne? Dass man dann einfach da dementsprechend das abgießen kann und die Stärke auf jeden Fall unten bleibt. So, jetzt haben wir die Kartoffelmasse mit reingegeben. Genau, fein und grob. Genau. Kommen die Eier dazu. Nee, ja, noch nicht. Erst noch die Zwiebel. Ach, die Zwiebel müssen wir noch reiben, genau. Genau, jetzt reiben wir einmal die Zwiebel auf ganz kleiner Stufe. Und zwar haben wir ja hier diese extra fein. Jetzt gehen wir da einfach mit der Zwiebel durch. So, Zwiebel ist auch reingerieben. Jetzt machen wir das so. Hier haben wir zwei Eier drin, die habe ich ja schon mal aufgeschlagen gehabt. Eins von Jan, eins von mir. Nee, genau. Damit jeder noch eins hat. Hier haben wir Muskatnuss drin, werden wir da auch noch ein bisschen reinreiben, weil zur Kartoffel passt ja auch immer sehr gut Muskat. Herr Müller. So, das reicht auch schon. Schönes Teil. Ja, ich nutze die gerne. Die habe ich auch schon 15 Jahre. Und ich würde mal sagen, so 2 Teelöffel Salz. Dann manchen wir das einmal durch und gucken mal, wie das von der Bindung her passt oder ob wir noch ein bisschen Mehl zusätzlich brauchen. Aber in der Regel sollte eigentlich die Kartoffelstärke schon ausreichen, ja. Das Ei gibt ja auch noch mal ein bisschen Bindung nachher beim genau. Auspacken. Und die Kartoffeln hattest du vorher gewässert, also geschält und gewässert, dass sie schon mal so ein bisschen an Flüssigkeit von drin und Stärke so ein bisschen verlieren eigentlich, ne? Ja, kann man aber auch, wie gesagt, frisch schnibbeln und dann direkt hier reiben und abtropfen lassen. Dann hast du natürlich noch ein bisschen mehr Stärke.
Ich hatte sie jetzt schon mal vorbereitet, aber von der Bindung her, guck dir das mal an. Wir haben sie jetzt eben nochmal, wie gesagt, ein bisschen stehen lassen, wir haben sie ausgedrückt. Ja. Und das sieht doch sehr gut eigentlich aus hier. Das sieht gut aus. So, ich nehme einmal einen Löffel, ne? Ja. Klatsch sollte ja lang. So. Bist du drauf? Ich bin drauf. Dann nimm dir so ein Löffelchen, langsam, und dann drückt ihr das so ein bisschen schön platt. Das sieht doch gut aus, wa? Boah, das sieht fantastisch aus. Oh, Digga, der Duft, ne? Hammer. Ich liebe Kartoffelpuffer. Genau, jetzt haben wir die Hitze ein bisschen runtergedreht. Damit die auf jeden Fall nicht zu braun werden, dann sind sie innen noch roh und außen sind sie schon zu dunkel. Ja, die sollen schön ausgebacken werden. Ihr seht jetzt auch, wie die Feuchtigkeit schön rauskocht. Ja. Genau. Das sieht gut aus. Es riecht verdammt gut. Fantastisch. Kartoffelpuffer sind ordentlich crunchy. Ja. Aber in der Mitte können wir auf jeden Fall noch schön zart. Geil. Kartoffelmus drauf. Kartoffelmus. Apfelmus. Kartoffelmus. Apfelmus drauf. Crunchy, weich. Innen drin so. Geiler. Geiler Geschmack. Richtig gut. So muss Kartoffelpuffer sein. Ich glaube. Fluffig, locker. Wir haben zu wenig. Da hätten wir irgendwie 5 Kilo von machen können. Also wir haben jetzt 12 Stück. Davon sind 3 relativ groß geworden. Aber. Mega gut. Komm her. Ach, teilst du nochmal? Ja, teil nochmal. Ja. Ja, du bist ja süß. Bros, perfekter Kartoffelpuffer. Ich glaube, das ist aber auch, weil wir kein Mehl genommen haben, sondern die Stärke von der Kartoffel selbst genommen haben. Ne? Wirklich, wirklich lecker. Ja. Ja, was soll man richtig sagen? Gut. Oh, geil. Ich bin gerade noch so geflasht, weil die sind richtig gut. Ich würde fast sagen, das war eine schnelle Nummer. Für mich war es eine schnelle Nummer. Also, war auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Ist jetzt auch nicht so schwer. So gut ist. Ja. Ich hole mir ja gestandenerweise öfters mal so tiefgefroren. Nee. Aber kein Vergleich. Also super. Und vor allen Dingen, es dauert jetzt auch nicht ewig. Und wenn ihr mal Bock drauf habt, Kartoffelpuffer zu machen, macht es nach. Genau. Ist wenn ihr jetzt nicht so schwierig. Genau. Und wenn ihr keine Santos-Einsatzpfanne habt, macht es in einer normalen Pfanne oder so. Gusspfanne auf dem Seitenkocher. Stinknormale oder Pfanne. Oder drinnen auf dem Herd. Auf dem Herd, ne? Auf dem Grill. Oder drinnen auf dem Grill? Naja, drinnen in der. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Und am Deckel in der Pfanne auf dem Grill. Und falls es Leute gibt, die keinen Grill haben und uns trotzdem zuschauen, auf dem Herd kannst du es halt auch machen. Aber das haben wir nicht gesagt. Das habt ihr nur gehört von anderen. Genau. Ne? Also. Von daher, Prost, bis zum nächsten Video. Eure 040 Barbecue Bros.